Disease X. WHO plant die nächste Pandemie. Disease X is a term for a hypothetical illness, one that has not happened and is currently unknown. Hypothetical illness, what the f... Axios berichtet derweil, dass sich namhafte Wissenschaftler und Staatsoberhäupter bereits auf Disease X vorbereiten würden. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, das spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community, ich hab euch lieb. Und zwar ziehen wir uns ein Video rein, welches heißt Disease X. WHO plant die nächste Pandemie. Von Lion Media mal wieder. Ich weiß noch nicht, was uns hier erwartet, aber ich glaube, es ist ein spannendes Thema, deswegen gehen wir da jetzt rein. Liebe geht raus an die Community. Schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal und lasst natürlich auch Daumen nach oben da, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Kommt gerne auch mal mit auf Twitch vorbei, unten in der Beschreibung verlinkt. Und ganz wichtig auch, knallt mal wieder ein paar mehr Videos in den Discord rein. Der Discord ist auch unten verlinkt. Eure Lieblingsvideos, auf die ich reagieren soll, einfach in den Discord rein. Unter dem Reiter Videovorschläge könnt ihr da Videos reinfetzen. Da wäre ich euch dankbar für. Dann kreieren wir hier weiter zusammen guten Content. Und ja, Mann, Alter, ich würde sagen, es geht los. Peter Edenman und los. Ja, herzlich willkommen zum Live Media Update für Sonntag, den 4. Februar 2024. Tachchen! Heute wieder mit den aktuellen News rund um das politische Geschehen weltweit. Einige von euch werden sicherlich schon den Begriff Disease X bzw. Krankheit X gehört haben. Krankheit X, was denn das jetzt, Freunde? Was denn das jetzt? Der in den letzten Wochen immer häufiger im Mainstream auftaucht. Disease X is a term for a hypothetical illness, one that has not happened and is currently unknown. Hypothetical illness, what the f... Experts are preparing for what is known as Disease X. Die bereiten uns schon vor, Bro. Professionals across... Guck mal, das Ding sieht aus wie ein Coronavirus. ...world are gearing up for a new potential pandemic. A pandemic which they... Gearing up for the new potential pandemic, Digga, ich... Ayo. It will be known as Disease X. Ayo, Digga. Leaders gathering in Davos, Switzerland. Lass mal eine Verschwörungstheorie aufstellen. Disease X. Warum X, Digga? Warum hat Elon Musk Twitter X genannt? Steckt der mit drin? This week are going to discuss Disease X. Im heutigen Bericht wollen wir uns ansehen, was genau damit gemeint ist. Gab es da in Deutschland auch schon Berichte? Und ob die Eliten tatsächlich an einer neuen Pandemie tüfteln, um ihre globale Agenda weiter voranzutreiben, oder diese einstigen Pläne bereits gescheitert sind. Die tüfteln an einer neuen Pandemie. Ja, der WHO... Gab es doch schon die ein oder anderen Themen, die da um die Ecke gekommen sind, wo die versucht haben, die Propagandamaschine wieder anzuschmeißen, aber hat nicht so richtig funktioniert, glaube ich, ne? Tedros schlägt aktuell Alarm, dass der von seiner Organisation angedachte WHO-Pandemievertrag zu scheitern droht, da sich immer mehr Mitgliedstaaten gegen den Vertrag stellen. Gut so. Und ihre Sorgen über einen möglichen... Mann, das ist voll, das kann nicht sein, dass die WHO quasi global entscheiden kann, wann, wie, wo eine Pandemie ausgerufen wird und welche Maßnahmen damit auch einhergehen. So, weißt du, das war damals schon, als der Vertrag auf den Tisch gekommen ist, als das erste Mal darüber berichtet wurde, dachte ich mir schon so, das kann nicht wahr sein, so. Das ist genau diese Zentralisierung, das ist genau das, was die wollen. So. Und ich finde es gut, dass einige Staaten sich da distanzieren von. Das Abkommen soll bei der Versammlung der mehr als 190 Mitgliedsländer Ende Mai in Genf verabschiedet werden. Aha. Souveränitätsverlust äußern. Ja, die zum Großteil von Bill Gates und China finanzierte Weltgesundheitsorganisation hatte... Großteil von Bill Gates und China, Digga. Weißt du, wie ich meine? Wer will die Jungs innen entscheiden lassen, was passiert oder nicht, Digga? Sei mal ehrlich jetzt. Bill Gates, der... und China. ...plant, die Nationalstaaten dazu zu bewegen, einem Vertrag zuzustimmen, der die weltweite Autorität während einer Pandemie an die WHO übertragen würde. Also, die nicht von der Bevölkerung gewählte WHO... Heißt es nicht Plandemie, Digi? Kann selbst eine Pandemie ausrufen und dann über die Köpfe der jeweiligen Landesregierungen hinweg entscheiden, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, zum Beispiel Lockdowns und Maskenpflicht, aber auch Impfzwänge. Natürlich ist das einer der Schritte in Richtung Weltregierung, wobei globale Krisen als Rechtfertigung für die Machtübertragung an nicht gewählte globale Organisationen genutzt werden. Doch durch das weltweite Erwachen und die konservative Wende im Westen ist dieser Plan nun ernsthaft in Gefahr, weshalb der WHO-Chef nun kräftig die Werbetrommel für diesen Vertrag rühren muss.
So warnt er, dass uns die zukünftigen Generationen nicht vergeben werden, wenn wir dem Pandemievertrag nicht zustimmen. Das ist eher das Gegenteil. Die werden uns nicht vergeben, wenn wir ihm zustimmen. Denn eine neue. Ihr müsst immer, wenn ihr Mainstream-Nachrichten seht, ne, und wenn Bill Gates irgendwas im Fernsehen erzählt oder irgendwie so, müsst ihr einfach immer vom Gegenteil ausgehen. Dann seid ihr schon auf jeden Fall sehr gut dran, weißt du? Dann seid ihr sehr, sehr weit an der Wahrheit, meiner Meinung nach so. Einfach Gegenteil. Einfach das Gegenteil, so wie bei SpongeBob damals, Gegenteiltag. Weißt du, wie ich meine? Pandemie werde kommen. Man müsse vorbereitet sein. Da dieser Ansatz aber nicht zu funktionieren scheint, wird mittlerweile auf Angst und Panik gesetzt. So warnt die WHO, dass die hypothetische Krankheit X, Disease X, wie sie auf Englisch nennen, 20-mal schlimmer als die Covid-Pandemie sein könnte. Ja, woher sie das wissen wollen und wie genau sie auf diese Zahl kommen, ist natürlich... Ja, die haben das Ding selber gezüchtet, bruv. ...schleierhaft. Axios berichtet derweil, dass sich namhafte Wissenschaftler und Staatsoberhäupter bereits auf Disease X vorbereiten würden, dabei von einem Virus ausgehen, das weitaus tödlicher als Covid sei. Der WHO-Chef spricht derweil nicht mehr vom Pandemievertrag, sondern vom Vertrag zur Vorbereitung auf Disease X und beschwert sich, dass die weltweiten Regierungen diese Gefahr nicht ernst nehmen würden und schnellstmöglich den... Keiner nimmt es mehr ernst, Digga. annehmen sollten. Nun ist natürlich die Frage, wie weit sie gehen werden, um den Vertrag der Globalisten durchzusetzen. Denn Angst alleine scheint nicht auszureichen und nach 4 Jahren Pandemiezirkus hat die Weltbevölkerung kein allzu großes Interesse mehr an Warnungen der WHO, weshalb die Rufe hoffentlich von Tedros quasi ungehört verhallen. Wie Fortune berichtet, beobachtet die WHO gerade 9 verschiedene Krankheiten, die sich laut ihr zu einer Epidemie oder gar Pandemie entwickeln könnten. Und die züchten selber, die gucken, okay, was können wir als nächstes machen? Bro, da muss es doch eigentlich irgendwas geben, oder nicht? Komm. Jungs, die machen bestimmt richtig Druck, Alter. Findet mal jetzt endlich was. Kann nicht sein, schon 2 Jahre ohne Pandemie und ohne Masken und so, Bro. Die Leute haben langsam wieder das Gefühl, dass sie frei sind und dass sie keine Angst mehr haben müssen, rauszugehen und keine Angst mehr vor dem Nächsten haben müssen. So. Das kann nicht wahr sein. Da muss was Neues kommen, Freunde. Prämien gibt's bestimmt dafür, wenn du was Neues findest. Nach dem, was im Wuhan-Labor passiert ist, nicht ausschließen können, dass sie eine weitere Pandemie anstoßen, um ihren Willen durchzusetzen, gehen wir jetzt alle beobachteten Krankheiten durch und schauen, ob sich hier bereits etwas anbahnt. Denn natürlich würde es keinen Sinn ergeben, wenn das nächste Virus einfach aus dem Nichts kommt. Für die ohnehin angekratzte Glaubwürdigkeit werden sie dem Ganzen eine gewisse Vorlaufzeit geben, damit nachvollziehbar ist, dass sich die Pandemie in Stufen von einem unscheinbaren Ausbruch ausgehend aufgebaut hat und dann außer Kontrolle geraten ist. Ja, zunächst einmal beobachtet die WHO nach wie vor die SARS-Viren, insbesondere SARS-CoV-2, also das Coronavirus. Hier sehe ich aber keine Gefahr, da das Virus laut dem Mainstream zwar immer wieder mutiert, dabei aber immer weniger tödlich wird. Da das die normale Entwicklung einer Krankheit ist, würde es wenig Sinn ergeben, wenn Covid plötzlich wieder tödlicher wird, außer natürlich, es entweicht wieder eine Variante aus dem Labor. Neben den SARS-Viren hat die WHO auch das Ebola-Virus im Blick, das durch den Kontakt mit infizierten Tieren oder durch den Austausch von Körperflüssigkeiten übertragen wird und bisher hauptsächlich Afrika betroffen hat. Da es in den letzten Jahren aber keinen nennenswerten Ausbruch gab und auch aktuell keine Warnungen bestehen, halte ich es für unwahrscheinlich, dass auf dieses Pferd gesetzt wird. Dem Ebola-Virus sehr ähnlich ist das Marburg-Virus, das ebenfalls zur Gruppe der Filoviren gehört, auf gleich... Marburg, Digga, ist so eine Stadt in Deutschland, oder? ...und Weise übertragen wird, ähnliche Symptome von Fieber, Erbrechen, Blutungen bis hin zum Tod auslöst. Die WHO hat das Marburg-Virus zwar auf der Beobachtungsliste, weil es im letzten Jahr einen lokalen Ausbruch in Äquatorialguinea gab, allerdings wurde dieser bereits im Juni 2023 nach erfolgreicher... Robson kommt aus Marburg. Oh shit. ...für beendet erklärt. Spannend ist allerdings, dass Forscher der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde NIAID, die von Dr. Anthony Fauci geleitet wurde, einen neuartigen Impfstoff für das Marburg-Virus entwickeln, der vor einem Jahr erstmalig an Menschen getestet wurde. Wieso das denn? Neben Ebola und Marburg-Virus beobachtet die WHO auch das MERS-Virus, das zu den Coronaviren gehört und somit eine Atemwegserkrankung ist. Dabei ist sie deutlich tödlicher als Covid-19, überträgt sich allerdings auch wesentlich schlechter von Mensch zu Mensch. Tatsächlich können hauptsächlich Kamele dieses Virus in sich tragen und auf Menschen übertragen, weshalb die meisten MERS-Fälle im Nahen und Mittleren Osten aufgetreten sind und meistens Personen betrafen, die Kontakt zu Kamelen hatten. So zum Beispiel auch bei einem 28-jährigen Mann aus Abu Dhabi, der sich...
Kamele fühle ich. Juli letzten Jahres mit MERS infizierte, woraufhin die WHO Alarm schlug. Doch aufgrund der begrenzten Übertragung eignet sich MERS nicht für eine weltweite Pandemie. Das gleiche gilt für das unter Beobachtung stehende Zika-Virus, das von bestimmten Mücken in den tropischen Regionen der Erde übertragen wird. Oh shit, da sind wir jetzt in Mexiko angekommen hier wahrscheinlich. Er löst bei den meisten Betroffenen auch nur leichte Kopfschmerzen aus, kann bei schwangeren Frauen allerdings... Ah, Dengue-Virus, ja, yeah, den habe ich schon gehabt, Digga. ...zu schweren Geburtsfehlern führen. Auch hier gibt es aktuell keine nennenswerten Ausbrüche. Im Blick hat die WHO ebenfalls das sogenannte Krim-Kongo-Fieber, das ähnliche Symptome wie das Marburg-Virus aufweist, allerdings durch infizierte Zecken auf den Menschen übertragen wird und nicht durch die Luft von Mensch zu Mensch übertragen wird. Geil, Digga, oben rechts war eben Free Gaza, stand eben Free Gaza. Kann. Im Mai 2023 hat es zuletzt einen kleineren Ausbruch in Namibia gegeben. Cape Town Neighborhood, Digga, guck mal, krass, oben rechts die News. Sorry, Alter, ist gerade ein bisschen interessanter für mich. In Kapstadt, Digga, hat einer so ein Bild gemalt, so Free Gaza. Ja, allerdings schnell unter Kontrolle. Krass. ...gebracht werden konnte. Im November 2023 gab es dann einen Ausbruch in Pakistan, bei dem 14 von 41 Infizierten ums Leben kamen. Die Situation hat sich wieder stabilisiert, doch die Häufigkeit der Ausbrüche zeigt, dass wir das Krim-Kongo-Fieber im Blick behalten sollten. Da es allerdings nur durch Zecken oder einen direkten Austausch von Körperflüssigkeiten übertragen werden kann, sind Ausbrüche dieser Krankheit leichter einzudämmen, weshalb ich es als Kandidaten für... Oh shit, Austausch von Körperflüssigkeiten? Der nächste Coronavirus kann nur noch über Sex und so. Digga, das wäre auch eine Variante, die noch einführen könnten, damit noch weniger Menschen Kinder bekommen. Sexuell übertragbare Coronaviren oder so, weißt du, wie ich meine? Hängt so eine Krankheit. So, dann kriegt keiner mehr Kinder. Sex ebenfalls ausschließen würde. Einen etwas größeren Ausbruch sehen wir hingegen... Guck mal, Kevin dreht schon durch. Nigeria, wo die Ärzte ohne Grenzen laut ihrer Website gegen die Ausbreitung des sogenannten... Shit, Nigeria, Digga. Lassa-Fiebers kämpfen, das ebenfalls auf der Warnliste der WHO steht. Das Lassa-Fieber wird durch infizierte Nagetiere auf den Menschen übertragen, die allerdings hauptsächlich in Westafrika, vor allem aber in Nigeria vorkommen. Infizierte Menschen können andere Menschen durch Körperflüssigkeiten, allerdings nicht durch die Luft infizieren, ähnlich wie beim Krim-Kongo-Fieber. Also auch hier eher keine Gefahr einer weltweiten Pandemie. Mann, da sind die noch nicht drauf gekommen. Meinst du, ich hab denen jetzt eine Idee gegeben oder was? Hör auf, Bro. Wobei das Ganze für Westafrika... AIDS haben die doch auch selbst erfunden. 100.000 Fällen und 5.000 Toten jährlich schon ein etwas größeres Problem darstellt. Spannend finde ich nun diesen Artikel, den ich bei Voice of America gefunden habe. Demnach hat Bill Gates im Oktober 2023 mehr als 40 Millionen Dollar an afrikanische Impfstoffhersteller wie Institut Pasteur, BioVac und Quantum gezahlt, damit die du Kelp. Neuartige mRNA-Impfstoffe gegen das Krim-Kongo-Fieber, das Lassa-Fieber und das Mercedes, ¿qué pasó? Valley-Fieber entwickeln können. Bill Gates sagte dabei sogar, dass man so verhindern wolle, dass Afrika bei der nächsten globalen Pandemie erneut die Impfstoffe in solchem Maße ablehne. Ja, der Großteil der afrikanischen Bevölkerung hat den Impfstoffen aus der West... Du Arschloch. ...nicht vertraut, weshalb die Impfrate dort so niedrig ist. Das beste Männer, Digga. Afrikaner sowieso immer skeptisch. Auch Black Americans, Bro. Viele haben sich nicht impfen lassen, Digga. Und die machen auch bei vielen Sachen nicht mit. Auch bei dieser ganzen LGBTQ-Kacke und so. Weißt du, wie ich meine? Finde ich gut. Wir sind stabil, Digga. Wir bleiben stabil. Gates nun nachbessern zu wollen, indem er dafür sorgt, dass afrikanische Pharmakonzerne selbst mRNA-Impfstoffe produzieren können. Ja, das letzte Virus auf der Warnliste der WHO ist das sogenannte Nipah-Virus, welches das Gehirn und die Atemwege angreift und erstmals 1999 in Malaysia nachgewiesen wurde. Spannenderweise wird das Nipah-Virus von Fledermäusen und Flughunden auf den Menschen übertragen, was uns doch bekannt vorkommt, kann dann allerdings wieder nur durch Körperflüssigkeiten zwischen Menschen übertragen werden, wodurch es leichter einzudämmen ist als SARS. Zuletzt gab es im September 2023 einen mittelgroßen Ausbruch im indischen Bundesstaat Kerala, der allerdings unter Kontrolle gebracht werden konnte. Interessanterweise hat Faucis Behörde NIAID in Zusammenarbeit mit dem Pharmakonzern Moderna bereits ist so, Deus. Der Corona-Pandemie eine mRNA-Impfung gegen das Nipah-Virus entwickelt, deren klinische Studien im Sommer 2022 begannen, womit der Impfstoff wahrscheinlich bereits so gut wie fertiggestellt ist und nur noch zugelassen werden müsste. Ja, ich vermute, dass dies die Kandidaten sind, die in der engeren Auswahl für Disease X stehen. Sowohl für das Marburg-Virus als auch die, wie sich das anhört, Digga, die in der engeren Auswahl... Im Kongo-Fieber, das Lassa-Fieber und das Nipah-Virus werden mRNA-Impfstoffe entwickelt, wobei der Impfstoff... So, jetzt müssen wir nur noch gucken, wie die das Thema modifizieren, damit es auch sich schön verbreitet in der Welt und dann geht's los wieder. ...Virus bereits fertiggestellt sein dürfte. Beim kürzlich... Was denkt ihr, Digga? Wird nochmal so eine... Ja, eigentlich ist das eine dumme Frage, so, ne? Ich bin leider überzeugt davon, dass es nochmal eine nächste Krankheit geben wird, die wieder so aufgebauscht wird wie das Corona-Ding. So, weißt du? Das wird...
ich bin überzeugt davon, dass das kommt. Chat, was denkt ihr, Digga? Mal einzeln in den Chat, wenn ihr denkt, dass nochmal sowas wie Corona um die Ecke kommt, so weltweite Pandemie, Lockdowns, Einsperren, Masken tragen, dies, das, bla, knallt mal eine Eins rein. Mal ehrliche Frage. Gehalten in Weltwirtschaftsforum 2024 wurde auch ein ganzes Programmsegment der Krankheit X und den Möglichkeiten, sie zu stoppen, gewidmet. Fox News berichtet gar, dass beim WEF eine komplette Pandemie geprobt worden sein soll, um sich besser auf solch ein Szenario vorbereiten zu können. Ja, und wie wir wissen, hat der WEF-Gründer Klaus Schwab schon Mitte 2020 sein Buch The Great Reset herausgegeben, in dem er fordert, dass man die Pandemie als Steilvorlage nutzt, um die globalistische Agenda voranzutreiben. Ja, und genau deshalb sind die freien Medien so frühzeitig auf das Gerede rund um Disease X aufmerksam geworden. Denn es wäre nicht das erste Mal, dass sie solch einen Plan vorher ankündigen. Die Coronavirus-Pandemie wurde im Herbst 2019 beim Event 201 in New York durchgespielt. Organisiert von der Johns Hopkins Universität, der Bill und Melinda Gates Foundation. Dazu haben wir uns auch ein Video reingezogen. Rockefeller Foundation trafen sich dort Experten aus. Aber diesmal werden mehr dagegen stehen und nicht alle mitmachen. Ein paar Prozent haben wir gewonnen, glaube ich. Ja, bin ich auch der Meinung. Aber der Großteil wird leider wieder mitmachen. Welt, um sich auf eine mögliche Coronavirus-Pandemie vorzubereiten, die in ihrem Szenario von Brasilien ausgehen würde. Mittlerweile sagt sogar der Senator Ron Johnson ganz offen im Fernsehen, dass Covid-19 von einer elitären Gruppe vorab geplant wurde, um der Menschheit ihre Freiheit zu rauben. Ja. Krass. Im Fernsehen bei Fox News, Digga? Der Münchner Sicherheitskonferenz 2020. Monkeypocken, Digga, da sind wir doch. 2020 wurde ein Affenpockenausbruch simuliert, bevor dann 2022 die Affenpocken in Europa und Nordamerika ausgebrochen sind. Wenn sie sich jetzt also wieder zusammensetzen und eine Pandemie planen, sollten wir das schon ernst nehmen. Wobei sie diesmal etwas vorsichtiger geworden sind und nicht genau sagen, welches Virus es sein wird, sondern das Ganze einfach Krankheit X nennen. Möglicherweise ist dieser Plan aber auch gar nicht umsetzbar, da die WHO vor einem gewaltigen Dilemma steht. Sie wollen mit der Pandemie... Ja, es wird immer schwieriger, glaube ich, für die Globalisten. Akzeptierung des Pandemievertrages erreichen. Dabei müssten sie aber schnell agieren, da Donald Trump in einem Jahr in der Macht sein könnte und er bereits klargemacht hat, dass er nicht nur ihren Vertrag, sondern die gesamte WHO entschieden bekämpfen wird. Deswegen soll der Vertrag ja auch 2024 durchgewunken werden, weshalb Tedros jetzt schon Panik macht, da ihnen die Zeit davonläuft. Treten sie allerdings in diesem Jahr eine Pandemie los, würde das die Weltwirtschaft endgültig einstürzen lassen, die ohnehin noch von der letzten Pandemie angeschlagen ist. Das wiederum würde Joe Biden enorm schaden, dessen einziges Wahllager... Joe Biden, bro. Die einigermaßen stabile US-Wirtschaft ist. Und auch Xi Jinping hat gerade alle Hände voll zu tun, seine strauchelnde Wirtschaft zu stabilisieren, weshalb er sicher keinen Wiederholungsbedarf der Pandemie hat. Natürlich ist ihnen alles zuzutrauen, doch die Karten wurden neu gemischt und liegen schon lange nicht mehr so günstig für die Globalisten wie vor 4 Jahren. Deswegen sollte man sich auf gar keinen Fall in Angst versetzen lassen. Egal was passiert, das Schachmatt am Ende steht bereits fest. Und es kommt nur noch darauf an, welche Züge uns dorthin führen. Wählen sie eine weitere Pandemie, wird das Massenerwachen ganz neue Dimensionen annehmen. Und sie kommen ja schon mit dem jetzigen Widerstand kaum zurecht. Safe, Digga. Noch eine Pandemie und noch mehr Leute werden zu uns kommen in den Widerstand. Hundertprozentig. So bleibt im Vertrauen, denn die Menschheit ist beschützt. Wir werden immer einen Weg finden, egal wie schwierig die Lage auch sein mag. Ich behalte alle Vorgänge natürlich weiter im Blick und würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ich küsse deine Zirbeldrüse, Bro. Starkes Video, haben wir uns mal kurz reingezogen. Liebe geht raus auf jeden Fall an Lion Media, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Majutster, gute Zusammenfassung mal wieder hier. Einmal die Woche unsere Tagesshow hier schon geworden fast. Ja Mann, Alter, Liebe geht raus an die Community, eure Gedanken dazu wie immer unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video, macht's gut, bis dahin, peace out.